Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Samidaris. In diesem Video will ich schnell meine neue Seite hier auf der Webseite vorstellen. Und zwar ist das die Materialseite, wo ihr alle Zubehör zum Puppen machen und zu all den E-Books bekommen könnt. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal ein Video darüber gedreht, aber seitdem sind einige der Links abgelaufen. Und deswegen habe ich in den letzten 2 Tagen daran gearbeitet, hier alles auf die Webseite auch zu machen, damit man immer darauf zurückgreifen kann. Und wenn man mal wieder neues Material zum Puppenmachen braucht, einfach nur da auf die Seite gehen kann und direkt zu seinen Materialien kommen kann. Ich würde am allerliebsten natürlich auch kleine Pakete anbieten, wo alles, was ihr braucht, drin ist zum Puppenmachen. Aber da ich in Australien wohne und der Versand einfach unglaublich teuer ist nach Deutschland, mache ich das lieber nicht, sondern gebe euch lieber Links, wo ihr das in Deutschland bekommen könnt, hoffentlich, und vielleicht in Europa oder so. Vielleicht kann ich eines Tages dann doch auch Materialpakete anbieten, wenn ich irgendjemanden in meinem Freundeskreis oder Familienkreis in Deutschland dazu überreden kann, das von Deutschland aus zu organisieren oder falls ich mal wieder zurückziehe. Im Moment machen wir das jetzt einfach so. Hier sind alle Utensilien aufgelistet. Und zwar fange ich an mit den Stoffen. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, auch lokale Stoffe, die ihr da beim Stoffgeschäft eures Vertrauens in der Nähe erhalten können. Dann habe ich aber auch einige Seiten hier aufgelistet. Dann hier das Puppentrikot und den Schlauchverband. Da ist alles genau erklärt, was ich benutze. Ich benutze die Witte Engel Puppenjersey und da sind auch einige Links, wo ihr die bekommen könnt. Und dann auch den Schlauchverband, um den Kopf zu machen. Dazu braucht man dann auch das passende Nähgarn, um den Puppenkörper zu nähen. Da habe ich hier alles aufgelistet, genau welche Stofffarbe ich mit welchem Nähgarn benutze. Ich benutze immer Gütermann, aber auch Mettler und Nylbond sollen gut funktionieren. Das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Ich habe Mettler und Nylbond, glaube ich, hier, aber ich nähe irgendwie immer mit Gütermann aus Gewohnheit. Dann Füllmaterial. Die traditionelle Füllmethode ist Schafswolle zu benutzen, aber seit einigen Jahren benutze ich nur noch pflanzliche Fasern, deswegen habe ich die hier alle aufgelistet. Ich benutze meistens Mais- und Eukalyptusfaser. Die ist leider nicht so leicht zu finden in Deutschland, aber auf Amazon habe ich 2 Links gefunden zur Maisfaser. Und wenn man ein bisschen Englisch spricht, dann kann man auch auf Englisch googeln nach Cornfiber und da gibt es auch auf amazon.de einige Angebote. Da ist der Versand dann aus den USA oder so, aber das ist auch alles möglich. Kapokwolle eignet sich auch, die ist sehr, sehr weich. Unglaublich weich. Da braucht man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Füllmaterial, weil das ein bisschen zusammenpappt, nicht so fluffig ist wie Mais- oder Eukalyptusfaser, aber das geht auch. Dann hier Puppenhaar benutze ich auch meistens Baumwolle, Leinen, Bananenfasern und so weiter. Da ich auch pflanzliche Materialien benutze, da habe ich einige Links hier aufgelistet, aber ihr solltet da eigentlich keine Probleme haben. Wolle gibt es ja, Wolle und Puppen. Haare gibt es ja genug. Die Tressen hier, die ich benutzt habe in meinem Tressenvideo, die habe ich hier auch aufgelistet. Könnt ihr auch mal nachschauen, wenn euch das interessiert. Hier für das Wangenrot benutzt man traditionell die Stockmar-Wachsstifte. Ich benutze allerdings welche, die rein pflanzlich sind, von Melissa und Doug. Und die habe ich hier aufgelistet. Für das Abbindegarn sind hier einige Links. Und dann Stickgarn für Augen und Mund. Da kann man ja die verschiedensten Farben für die Augen und den Mund eben bekommen. Da habe ich einige Beispiele auch aufgelistet. Und dann für die Bügeleinlagen oder das Bügelvlies habe ich hier eine kleine Erklärung. Auch ein paar Links mit mehr Informationen, welches Bügelvlies und welche Bügeleinlage, welche Stärke man denn für welches Projekt benutzt. Ich werde auch in Zukunft darüber mal ein Video machen und vielleicht einen genaueren Blog-Eintrag. Das dauert aber noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Und möchte auch einige Bügeleinlagen hier zu Hause haben, damit ich die euch auf Video auch zeigen kann, die Unterschiede und so weiter. Und dann habe ich bisher jetzt aber dann die Bügelfliese aufgelistet, die ich in den meisten meiner Projekte benutze. Das leichte, das mittelschwere und das schwere oder sehr stabile Bügelflies. Das ist ja auch immer in den E-Books aufgelistet und da habe ich euch jetzt ein paar Links hier hin gemacht. Für die Utensilien und Werkzeuge, die ich benutze, habe ich hier auch Links aufgelistet. Und dazu habe ich auch vor einiger Zeit ein Video gemacht. Also wenn ihr euch anschauen möchtet, wofür ich genau welches Werkzeug benutze oder welche Utensilien, dann könnt ihr euch das Video hier anschauen auf der Webseite. Der Link zu dieser Seite
ist auch unter dem Video verlinkt und ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich. Das macht es ein bisschen einfacher, alle Materialien zusammenzubekommen zum Puppenmachen und um den E-Books zu folgen. Und dann möchte ich euch vielmals danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.